Hallo und herzlich willkommen beim Handwerk auf TV Mittelrhein. Heute entführen wir Sie in die fantastische Welt der Hellewegs, jenem neuen Projekt der Handwerkskammer Koblenz, das sich der Berufsfindung von Grundschülern widmet. Bevor die kleinen gelben Wesen, die Hellewegs, am 1. April die Buchläden erobern werden, haben sie schon jetzt viele Freunde. Hellewegs und Thomas Anders-Fans aus ganz Deutschland haben sich von den kleinen Waldwesen inspirieren lassen und am Songwriter-Contest teilgenommen. Wer da den Ton angab und das Rennen bei der Jury und Thomas Anders gemacht hat, das verraten wir Ihnen jetzt. Willkommen im Reich der Hellewegs. Im Rahmen der Aktion waren Jugendliche dazu aufgerufen, sich in einem Songwriter-Contest einzubringen, und zum Buch sind die Hellewegs noch zu retten, ihre Gedanken in ein Lied umzusetzen. Das Buch ist ein Baustein der Kampagne, die mit einer neuen Internetseite www.hellewegs.de übersichtlich und ansprechend einlädt, sie kennenzulernen. Hier kann man auch etwas über die beiden Siegerinnen Alina Schmitz und Simone Kasper nachlesen, wie aus bescheidenen Schülerinnen erfolgreiche Songwriter wurden. Wir haben einfach gedacht, ja, machen wir mal mit, verlieren können wir ja nichts. Und ja, uns hat es Spaß gemacht. Tipps und nette Worte vom Musikprofi kamen während der kleinen Siegesfeier bei der Handwerkskammer Koblenz von Pop-Idol Thomas Anders. Der Musiker unterstützt maßgeblich und gerne die Hellewegs, weil... Ich wurde gefragt und ich bin mit der Materie beschäftigt und finde die hochinteressant. Und für mich ist immer wieder beeindruckend, was die Handwerkskammer alles bewegt und auch erreicht. Und auf der anderen Seite, für mich ist es so, dass ich nun ja gerade auch als jemand, der lokal doch sehr bekannt ist, etwas bewegen kann. Ich kann auf etwas aufmerksam machen. Und diese Aktion, die mit den Hellewegs, hat für mich definitiv Sinn, macht Sinn, und deshalb bin ich gern dabei. Dann kam für die beiden Schülerinnen der spannende Augenblick. Aus den Händen von Thomas Anders gab es die Urkunden und eine Siegerprämie von insgesamt 500 Euro. Ihr Lied gibt es übrigens wie viele andere Hellewegs-Inhalte in einer interessanten Literaturwerkstatt. Hier geht es um das spielerische Erlernen und Heranführen an das Handwerk. Natürlich mit Schräubchen und Rädchen, die auch hier die Stars sind. Berufsorientierung einmal anders. Das Unterrichtsmaterial widmet sich Schülern und Handwerkern von morgen. Einige von diesen werden sicherlich eine berufliche Laufbahn im Handwerk einschlagen. Wir schauen jetzt bei denen vorbei, die als Lehrlinge bereits ihre ersten Schritte im Handwerk absolviert haben. So Jessica Imhäuser aus Boppard, die bereits im dritten Lehrjahr zur Kfz-Mechatronikerin ausgebildet wird. Für die Handwerkerin stand bereits sehr früh fest, was sie beruflich werden möchte. Es kam eigentlich dadurch, dass mein Vater zu Hause sehr viel auch an unseren eigenen Autos und Motorrädern gearbeitet hat und ich mich schon immer für die Technik interessiert habe. Und letztendlich stand für mich ab der 8. Klasse eigentlich schon fest, dass ich auf jeden Fall in dem Beruf Technik arbeiten möchte. Ich heiße Daniel Badenheuer. Ich lerne Kraftfahrzeugmechatroniker im Bereich Kraftfahrzeugtechnik. Und ich bin zu dem Beruf gekommen, einfach, ich wollte seit meinem 12. Lebensjahr den Beruf ausführen und habe mir das im Endeffekt auch dann erfüllt. Ja. Es war einfach schon immer eine Faszination, die Autos, die Bewegung, die Geschwindigkeit vor allen Dingen auch. Und ja, das war so mein Ziel, was ich haben wollte, und das habe ich erfüllt. Genau hier in den Berufsbildungszentren der Handwerkskammer in Koblenz findet am 7. April das große Hellewegs Grundschulfest statt. Und dabei können die Schüler sich frei in den Berufsbildungszentren bewegen und die Räume stehen zur Erkundung offen. Erwartet werden zum Grundschulfest Ministerin Doris Ahn, Thomas Anders und Starautor Stefan Gemmel. Wir sind natürlich mit HWK TV auch dabei, wünschen Ihnen eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.